Herzlich willkommen auf dem Missionsberg zum Heartbeat-Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid und auch zu Hause über den Livestream. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Heute dürfen wir uns wieder auf drei Poetries freuen. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche da war. Ich konnte leider nicht da sein, habe mir es aber im Livestream angeschaut und ich war richtig begeistert. Es war richtig klasse, so kreativ, so sprachlich stark, so inhaltlich tief. Und da freuen wir uns heute, dass es weitergeht mit den Poetries von Micha Engelfried, Christina Popov und Joshua Schmid und alles unter der Leitung von Dr. Christoph Schroth, Dozent für praktische Theologie an der IHL. Die Poetries machen die Studierenden, weil es Teil ihres Moduls im Studium ist, weil es auch spannend ist, sich mal intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen, aber vor allem, um Gott die Ehre zu geben. Und das wollen wir tun, Gott die Ehre geben. Deswegen sind wir heute hier im Gottesdienst und deswegen feiern wir diesen Gottesdienst auch in seinem Namen. Ich bete. Lieber Vater, du bist der Grund, warum wir feiern können, warum wir sind, warum wir Hoffnung haben dürfen. Wir wollen dir die Ehre geben. Danke für alles, was du für uns tust. Begegne uns heute in diesem Gottesdienst. Sprich uns an durch die Poetries, durch die Lieder, durch Gedanken, die du uns gibst. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Jetzt singen wir gemeinsam mit der Band um Jasmin Renz und Team. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und uns musikalisch begleitet. Christoph Kies hat uns schon vorbereitet auf das, was uns jetzt erwartet. Poetry Slams, Preacher Slams, Predigt Slam, was ist das eigentlich? Vielleicht kennt ihr die Poetry Slams aus der säkularen Szene. Da gibt es ein paar wenige Merkmale, was eigentlich ein Poetry ist. Erstens, sie sind kurz, das ist schon mal eine gute Nachricht, das weiß man bei Predigten nie so genau, wie lange die dauern, aber Poetries sind versprochen kurz. Dann
arbeiten sie in irgendeiner Weise kreativ, poetisch mit Sprache. Es sind also sprachliche Verdichtungen von ganz bestimmten Inhalten. Welcher Art, welches Genre, welcher Stil, welche Stilmittel benutzt werden, ist völlig offen. Es gibt da keine Vorschriften, deshalb gibt es eine riesige Bandbreite an verschiedenen Gattungen oder Textsorten. Und es gibt Beifall. Und das wollen wir heute auch wieder kräftig üben hier als schwäbische Pietisten, dass wir hinterher auch klatschen dürfen. Und das gehört einfach dazu. Das letzte Mal, am letzten Sonntag, habe ich gesagt, naja, Poetry Slams sind so ungefähr 1980 entstanden. Die ersten Predigt-Slams gab es so ungefähr ab 2005. Aber ich habe nochmal nachgedacht. Ich glaube, das ist ganz, ganz alt schon. Ich stelle einfach mal die kühne Behauptung auf, dass die ersten Poetry Slammer die Propheten und die Psalmisten waren. Die haben provozierende Gedichte geschrieben, ironische Texte, ein Weinberglied bei Jesaja, eine Ballade bei Ezechiel. Die Psalmisten, sie laden ein, im Refrain mitzusingen. Es gibt auch dort ironische Texte. Und vor allem, vielleicht habt ihr es schon mal gelesen, die Zuschauer werden zum Klatschen animiert. Da sollen alle mitklatschen, sogar die Bäume auf dem Libanon sollen mitklatschen, alle Musikinstrumente werden ausgepackt. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass wir das Rad einfach wieder neu erfunden haben und dass es diese kunstvolle Form der Predigt eigentlich schon im Alten Testament gab. Insofern bewegen wir uns hier auf sicherem Boden und ich lade euch einfach ein, kräftig mitzumachen. Und um unsere Slammer so ein bisschen vorzustellen, sie auch kennenzulernen, machen wir immer so ein kurzes Interview. Wir werden hinterher auch ein Lied singen, das textlich abgestimmt ist auf den Poetry. Und als ersten Slammer begrüße ich hier bei mir auf der Bühne und ihr begrüßt gerne mit Micha Engelfried. Schön, dass du da bist, Micha. Kannst du uns ganz kurz erzählen, wo du herkommst und was dich an die IHL geführt hat? Ich komme aus dem wunderschönen Berglen-Oppelsboom. Das ist bei Winnenden, wem das jetzt auch immer noch nichts sagt, das ist nordöstlich von Stuttgart. Und ich habe nach meinem FSJ eine Bibelschule bei der Fackelträger gemacht, eine Klostermühle. Und im Anschluss daran bin ich dann hier gelandet. Sehr schön. Und dein Slam dreht sich um eine bestimmte Bibelstelle. Micha Engelfried, Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Recht zu üben, Güte zu leben und demütig zu gehen mit deinem Gott. Wie bist du auf dieses Wort gekommen oder wie ist dieses Wort zu dir gekommen? Ich denke, das Ganze müsste eine Art Vorlesung gewesen sein, wo wir es von diesem Thema hatten, der rechte Gottesdienst, wie es bei Luther überschrieben ist, Micha 6. Und da hat mich diese Unterschrift sehr beeindruckt, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Recht tun, Güte lieben, demütig mit Gott zu gehen. Und daher ist es dann auch zum Text von meinem Slam geworden. Und in deinem Slam geht es auch so um die Suche nach Orientierung. Und da würde ich dich gern fragen, bist du jemand, der gerne gesagt kriegt, was er tun soll? Oder willst du das lieber selber rausfinden? Ich denke, das würde ich schon eher lieber genauer gesagt gekriegt haben, was ich tun soll. Einfach um mich nicht falsch zu verhalten, um zu wissen, was die anderen von mir erwarten. Und von daher eher genauer gesagt kriegen, was ich zu tun habe. Dann sind wir jetzt gespannt auf deinen Slam. Vielen Dank. Wer schreibt mir vor, was zu tun? Und durch welche Handlung bekomme ich die meiste Anerkennung? Woher weiß ich, was denken oder sagen? Und bei wem soll ich mich über das Fehlverhalten anderer beklagen? Wer sagt mir, was gut ist und was schlecht? Wann verletze ich jemanden und was ist gerecht?
Von jeder Seite kommen andere Gedanken. Wie soll ich mich verhalten, wenn es heißt, ich darf keine Milch nicht trinken und kein Schweinekotelett essen? Besser Elektroauto und kein Verbrenner fahren. Muss die Grünen wählen, kein Plastik nutzen und mit kaltem Wasser duschen. Darf nicht unvorsichtig sein und um keinen zu verletzen, nenne niemand Frau noch Herr. Was gibt mir Orientierung? Wo finde ich Halt? Was macht mir Mut in einem Wald von Moralisierung und weshalb? Mitten in Verwirrung und Cancelsport kommt einer zu mir, der sagt mir ein Wort. Du weißt doch, und man hat's dir gesagt, was gut ist und was Jahwe bei dir sucht. Er will, dass du das Recht vollbringst. Ja, ja, das habe ich wirklich schon gehört. Was Jahwe, was dein Gott sagt, hat mich aber nicht betört. Vielmehr verstört, empört. Wer kann mit Ernst so viel verlangen? Ich kann es dir aufzählen und bekomme ganz schön viel beisammen. Du sollst nicht töten, stehlen und nicht Ehe brechen. Nicht arbeiten am Sonntag und nicht neidisch sein. Du darfst nicht rauchen und dich nicht betrinken und mit keinem vor der Ehe schlafen. Fleisch am Karfreitag, das lass sein. Und bei Sportbedenke stets, das Bein, das sich zum Tanze hebt, wird im Himmel abgesägt. Doch warum soll das mich tangieren? Was habe ich damit zu tun, wenn es nur darum geht, mit Regeln zu jonglieren, zu handeln, einfach ohne Irrtum? Nein, die Religion ist nicht, was ich brauche. Sie kann mir nicht geben, was ich suche, will meine Freiheit leben. Ein Gefängnis aus Regeln soll es dabei nicht geben. Doch da kommt einer und er sagt mir, du weißt doch, und man hat es dir gesagt, was gut ist und was Jahwe bei dir sucht. Er will, dass du das Recht vollbringst. Er will, dass du die Güte liebst. Er will, dass du demütig mit ihm gehst. Er fängt an und redet auf mich ein. Was du brauchst, sind nicht die Regeln, das verstehe ich. Was du brauchst, ist ein Gott mit dir. Er schuf die Welt und dann am Ende, nachdem er alles, was er sich erdachte, machte, als krönender Schluss, sprach er, da fehlt noch was. Das mache ich ganz krass. So ausgetüftelt und mega genial. Daran wird überhaupt nichts trivial. Hier noch ein Arm, da noch ein Bein. Ich gebe euch die Fähigkeit, komplex denkende Wesen zu sein. Seid kreativ, baut, erfindet, ja bastelt, tüftelt und stellt Sachen her, die vorher noch niemand kannte. Als er dann in aller Ruhe entspannte, hat es gelassen, weil es ihm gefiel. Dieser Gott, er hielt es nicht aus, allein zu sein. Deshalb machte er Menschen, klein aber fein. Mit der Bauanleitung in unserem Bilde legte er in jeden von ihnen etwas von sich. Er sagt, komm, geh mit mir spazieren. Was ich Gutes habe, das zeige ich dir. Leb dein Leben mit ihm. Deine Sehnsucht ist Hämoglobin. Im Körper für Sauerstofftransport treibt sie dich hin zu Gott. Deine Suche nach Orientierung, ihr Grund ist Distanzierung, Ignorierung und falsche Identifizierung. Nur eines musst du erkennen und es beim Namen nennen. Du bist Mensch, er ist Gott, du das Geschöpf, er der Schöpfer, Jahwe Zebaoth. Also komm her und leb dein Leben mit ihm. Er wird dich umgeben und aus Unsicherheiten herausheben. Verdutzt und verwundert schaue ich ihn an. Hat er mir doch was zu sagen? Du weißt doch, und man hat's dir gesagt, was gut ist
Und was Jahwe bei dir sucht, er will, dass du das Recht vollbringst. Er will, dass du die Güte liebst. Er will, dass du demütig mit ihm gehst. Stimmt das und macht das Sinn? Die Religion will mich zu Gott hinbringen, mir helfen, dass ich ihn erkenne, dass ich Jahwes Taten sehe in vielen Dingen. Demütig mit ihm zu gehen, heißt ihn um Rat im Leben zu fragen, auf seine Worte zu hören, dass ich weiß, wie ich gute Entscheidungen treffe. Dafür gibt er auch Anweisungen. Nicht, weil er mich einengt, sondern auf gute Wege lenkt. Mit dem Gehen und Jahwes Weisungen halten, ist möglich, wenn Güte und Liebe mein Handeln gestalten. Güte erweisen durch Liebe, das eine durchs andere, so werden sie die Antriebe. Wie Jesus es zusammenfasste und das Gesetz darin zusammenpresste, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Also einander Gutes tun, ohne eigennützige Motive und sich gegenseitig aushelfen in jeder Krise. So will ich mich einsetzen für den, der es nicht selber kann. Will helfen, wo gesagt wird, hier ist Not am Mann. Will dem ein Beistand sein, in dessen Händen alles zerfließt und für die, vor der sich sichtlich jede Zukunft verschließt. Will dem, der nichts zu essen hat, den Magen füllen. Kindern ein Vorbild sein, dass sie annehmen lernen, wer anders ist und denkt als sie. Will meine eigenen Hände zur Arbeit nutzen, nicht stehen bleiben, nur große Worte und Sprüche zu klopfen. Mich für den stark machen, der hintergangen, übervorteilt und ausgenutzt wird. Alles dafür tun, dass es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Wenn ich anderen in Liebe begegne, dann erfülle ich Jahwes Gebote. Wenn ich mich danach richte, mit Jahwe zu leben, lasse ich mich von seiner Barmherzigkeit prägen. Dann heißt das, auch am Karfreitag und überhaupt ist neben Maultaschen auch Fleisch erlaubt. Das mit dem Tanzen ist auch kein Problem, ganz pauschal, nur halt nicht im Heinrich-Körper-Saal.
Ich freue mich, dass Christina Popov jetzt bei mir hier vorne steht. Verrätst du uns auch bitte, wo du herkommst und wie dein Weg an die IHL war? Ja, also ich komme aus Norddeutschland, ganz genau aus Oldenburg in Holstein. Also es ist nicht das große Oldenburg, was die meisten kennen. Genau, das ist so zwischen Lübeck und der Insel Fehmarn und direkt an der Ostsee. Und wie ich hier hingekommen bin, ich habe so in der 11., 12. Klasse mit dem Diakon aus meiner Gemeinde gesprochen und ihm so ein bisschen erzählt, was ich machen möchte. Und dann hat er mir erst Impact empfohlen. Und dann war ich mit Impact in Kanada. Und dadurch kannte ich dann eben auch die IHL und bin dann hier hingekommen. Sehr schön. Und dein Slam geht über Psalm 73. Das ist ein sehr langer Psalm, den können wir jetzt nicht ganz vorlesen. Aber vielleicht kennt ihr ihn dadurch, dass vor ein paar Jahren einmal ein Vers daraus die Jahreslosung war. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Vielleicht kommen jetzt auch wieder die Erinnerungen. Christina, wie kommt, dass so ein Psalm, dass dieser Psalm so ein Herzwort für dich geworden ist? Ich glaube, mein erster Berührungspunkt mit dem Psalm war tatsächlich die Jahreslosung. Die wurde mir mal mitgegeben auf einer Freizeit. Und genau, da habe ich mir mal den Psalm angeschaut, aber dann war es das auch. Und jetzt hatte ich das Psalmmodul bei Hartmut Schmid. Und da haben wir uns sehr intensiv mit dem Psalm beschäftigt, eben auch genau mit dem Thema Klage. Und ich glaube, Klage ist ein Thema, das war nicht immer so präsent in meinem Glaubensleben. Und ich habe erst jetzt gelernt, wie wichtig das eigentlich ist und wie wichtig das in der Gemeinde ist, irgendwie auch dafür Raum zu geben und genau Raum zu lassen und die Fragen zuzulassen. Und ich finde diesen Psalm, also der fasziniert mich so, weil der Psalmbeter fängt an, eigentlich mit einem Lob und dann gibt es eine ganz, ganz lange Feindklage. Und dann kommt es wieder zum Lob und man merkt, es ist was geschehen. Also man kann schon eine Veränderung irgendwie rauslesen, aber man sieht keine äußere Veränderung. Und es fasziniert mich so, dass der Psalmbeter Veränderung erlebt durch die Begegnung mit Gott. Nicht seiner äußeren Situation, sondern in seinem Inneren. Genau. Sehr eindrücklich. Also irgendwas müssen die Lehrer an der IHL hier richtig machen, dass man beim Theologiestudium tatsächlich auch die Bibel kennenlernt und liest und verinnerlicht. Das ist nicht überall so. Wir sind gespannt auf deinen Slam. Gott ist gut zu Israel. Er ist gut zu seinem Volk, wirklich gut zu seinen Kindern. Aber ich wäre fast gefallen, hätte fast den Boden unter den Füßen verloren und damit auch den Kampf. Er ist gut zu seinen Kindern, bin ich das nicht, sein Kind, und deshalb klage ich. Auf Knien klage ich, mit lauter Stimme und zunehmender Verzweiflung klage ich. Ja, auf beiden Beinen kniend, weil die Kraft mir fehlt zum Stehen. Und ich klage, weil ich leide, sehe das Leben nur so an mir vorbeigehen. Und während ich hier auf dem Boden bleibe, schaue ich mich um. Ich sehe die anderen, sehe sie lachen. Ich sehe die anderen ohne Sorge einfach machen. Ich sehe die anderen ohne Schmerz und ohne Schwäche, während ich fast dran zerbreche. Ich sehe die anderen ohne Last, während ich dran zerbreche fast. Den anderen sehe ich und wie gut es ihm geht. Mit seinem Leben, das er erstaunlich beneidenswert lebt, trägt mit Stolz seine Krone, die Hochmütigkeit heißt. Schaue ich nach links, sehe ich sie lachen, ohne Sorge einfach machen. Schaue ich nach rechts, sehe ich den anderen und wie gut es ihm geht mit seinem Leben, das er erstaunlich beneidenswert lebt. Viele Freunde, reiche Eltern und die Zukunft glänzt. Es ist perfekt. Ich sehe sie lachen,
problemlos sind sie den Schmerz los, wenn da überhaupt mal einer ist, haben keinen Gott, der ihr Leben lenkt. Warum denn auch? Sind ihres eigenen Glückes Schmied und nur von sich selbst beschenkt. Erfolg ist kein Glück, sagen sie, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Ist das so, frage ich mich. Zahlt das Leben alles mal zurück? Bin ich der Einzige, der sie sieht und weiterhin hier kniet? Warum geht es ihnen so gut? Oder eher, warum geht es mir so schlecht? Gott, ich meine es ernst, ihnen fehlt nicht einmal der Mut. Während ich hier knie und bete, sehe ich sie lachen und glücklich sein, völlig sorglos, ohne Last. Ich höre sie sagen, wo ist dein Gott jetzt? Ist es umsonst? Der Gedanke fängt mich ein. Ist es umsonst? Mein Glaube ist da umsonst? Lass ich es sein? Was bringt er mir noch? Jetzt mal ehrlich, was habe ich denn davon? Gott, mein Gott, sag mir, wo du bist. Wo versteckst du dich? Wohin hast du gewandt dein Angesicht? Und vor allem, liebst du mich? Gehöre ich dazu oder nicht, was du mir einst versprichst? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das waren doch schon die Worte vom Gottessohn. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das frage jetzt auch ich. Gehöre ich dazu oder nicht? Ich versuche zu begreifen, stattdessen scheitere ich. Ich höre keine Antwort, aber meine Sehnsucht wächst. Meine Sehnsucht, dir nahe zu sein. Drum gehe ich in dein Heiligtum, in deine Nähe, da wo du bist, auf der Suche nach dir, nicht nach ihrem Ruhm. Ich klage, ich knie, ich weine, ich suche, ich frage, ich bitte. Und ich erkenne, was sie nicht haben, ist nicht schwer zu sagen. Was sie nicht haben, ist dein Name. Betrachte doch nur mal die Ewigkeit. Herr, ich habe geklagt. Mit all diesen Fragen, mit all diesem Schmerz, der Trauer, der Wut, wo soll ich sie verstecken, habe ich mich gefragt, um nicht anzuecken. Herr, ich habe geklagt, weil mich so vieles geplagt. Herr, ich habe gesagt, ich verstehe nicht. Und jetzt ganz leise höre ich, wirf alles auf mich. Dir, Herr, bin ich begegnet, auf meinen Knien und noch bin ich hier, doch versuche nicht mehr zu fliehen. Ich weiß jetzt, du hast dich nicht versteckt. Deine Augen waren da, nur sah ich sie nicht. Dennoch gehöre ich immer noch zu dir, denn du hieltst fest an mir. Danke, dass ich klagen darf hier, an diesem Ort, wo ich mit all diesem Schmerz, der Trauer und der Wut nicht alleine bin. Ich sehe vielleicht noch immer keinen Sinn, aber ich weiß jetzt, wohin. Danke, dass ich knien darf und weinen und schreien. Danke, dass ich flehen darf darin. All diese Fragen, ich weiß, du kannst sie ertragen. Dort, wo ich geborgen bin, in deinem Arm, weiß jetzt, wohin, mit all diesem Schmerz, der Trauer und der Wut. Ich weiß, du meinst es gut. Und wenn ich wein, dann weinst auch du. Doch eines Tages, da wird mein Herz wieder lachen, sich keine Sorgen machen, ein Friede mich ergreifen, der für die Welt nicht verständlich ist. Eines Tages, da wird mein Herz heilen. Nachdem ich klagte und kniete und weinte, nachdem ich suchte und fragte, wohin? Vielleicht macht's noch immer keinen Sinn. Doch find ich jetzt endlich Frieden darin.
weil ich dir, Herr, begegnet bin.
Der stattliche junge Mann an meiner Seite ist Joshua Schmidt. Und ihr kennt die obligatorische Kennenlernfrage. Soll ich sie stellen? Ich bin aus Drossing ursprünglich, das ist in der Nähe von Villingen-Schwenning, zwischen Stuttgart und Bodensee, wem das nicht sagt. Und bin auch hier an der IHL hierher gekommen, lange Geschichte, aber ich würde sagen, ich habe 3 Semester in Tübingen Philosophie studiert und bin da nochmal sehr geprägt worden von der Studentenmission und von Leuten und das hat nochmal einiges bewegt und dann bin ich zur Theologie hierher gekommen und bin froh darum. Genau. Drossingen, das ist ja so ein bisschen die heimliche Musikhauptstadt des Schwarzwalds. Ein Freund von mir, 2 Nichten haben dort Musik studiert. Hast du auch was mit Musik zu tun? Klar, in Drossingen muss es so sein. Ich weiß nicht, ob Hohner jemandem was sagt. Das war früher richtig groß. Die machen so Mundharmonikas und Akkordeons. War riesengroß, ist immer noch. Und ich habe natürlich auch Mundharmonika gespielt, ein paar Jahre, wie man das so muss. Aber vor allem war ich im Posaunenchor tätig, über 10 Jahre bei uns in der Kirche. Genau. Zu deinem Slam hatte ich zum einen eine biblische Geschichte inspiriert, zum anderen eben auch ein Lied. Magst du uns so ein bisschen die Zusammenhänge nahebringen? Ja, in diesem Posaunenchor gab es ein paar Jüngere von uns und wir haben uns dann gern mal in so einer kleinen Gruppe zusammengeschlossen und mal ein paar fetzigere Stücke ausprobiert, aber nicht nur fetzigere Stücke, sondern auch, was uns so gefallen hat und haben mal einen Gottesdienst begleitet und mal zusammen geprobt und es hat sich zu einem Ritual entwickelt, dass wir, wenn wir abends geprobt haben, immer als letztes Lied aus dem evangelischen Gesangbuch, die 488, bleib bei mir her, gespielt haben in den 4 Stimmen und die 2. und 3. Strophe dann gesungen. Und es hat sich zu einem Ritual entwickelt und dieser Text hat mich bewegt. Und der hat mit der Emmaus-Geschichte in Lukas 24 zu tun und die hat mich sehr begleitet und immer wieder beschäftigt, weil es da viele, viele tolle Verse und Begegnungen drin gibt. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns gleich auf deinen Slam und wir werden dann tatsächlich auch dieses Abendlied miteinander singen. Es ist noch morgens, aber wir singen dieses Lied und Christoph, wenn dann jemand eingeschlafen ist beim Lied, du wächst dir wieder auf, okay? Also, freue mich. Emmaus. Hoch oben steht die Sonne still, weit überm staubigen Pfad und unten tief 2 Männer gehen, die tragen eine Last. Geneigt der Kopf, der Blick so leer ist, drückt ein böser Schmerz, so schwer die Füße auf dem Weg, doch schwerer wiegt ihr Herz. Denn das mit Jesus, was geschah, der unser aller Hoffnung war, wie konnte das passieren? War er es nicht, der uns erlösen vor Angst, Tod, Sünde und dem Bösen und Israel erretten sollt? Wer hilft uns jetzt mit unseren Fragen? Wer führt durchs Leben, hört auf Klagen? Wer steht uns bei in aller Not? Wer hilft, wenn's eng und klamm mir wird und Angst die Kehle mir zuschnürt? Kein Helfer hier da ist. Herr, bleib bei uns, denn Abend wird's, der Tag hat sich geneiget. Da tritt ein Mann zu ihnen herbei und hört den Zweien zu. Sie diskutieren und reden viel, erzählen ohne Tabu, dass Jesus als Prophet gekommen, zu retten dieses Land. Der Mann hört zu, runzelt die Stirn, doch bleibt er unerkannt. Warum, oh Gott, so schallt es laut, lässt du sowas geschehen? War er es nicht, der Israel erlöst von allen Wehen? Messias, König, Menschensohn, gezeugt vor aller Zeit, der Retter, der sein eigenes Volk aus Fremdherrschaft befreit. War das dein Plan, du großer Herr? Das war ja wundervoll, dass unser Christus leiden und am Kreuze sterben soll. Enttäuschte Hoffnung, enger Blick verdunkeln unsere Sicht. Bei all den Fragen scheint es klar, die Schrift verstehen wir nicht. Wisst ihr es denn nicht? Habt ihr nicht gehört? Schallt des Fremden klare Stimme, sein Wort ist betört. Christus tat, wovon die Schrift spricht, er erfüllt ihren Sinn. Mose bis zu Maleachi, sie erzählen von ihm. Träge Herzen lähmen euch, doch Gott ist wahres Licht. Glaubt an ihn und auch an das, was er euch fest verspricht. Jesus Christus musste leiden für die Herrlichkeit. Gott will euch jetzt zeigen, was er in seinem Wort verheißt. Herr, bleib bei uns, Abend wird's, der Tag hat sich geneiget.
Die Männer hören gespannt ihm zu, er zieht sie in seinen Bann. Er schließt die Bibel ihnen auf, ihr Herz ist entbrannt. Es ist, als ob all Unverstand von ihren Augen kleid, wenn sie an seinen Lippen hängen. Doch endet ihr Geleit. Es scheint, die beiden sind am Ziel, hier endet nun ihr Weg. Tief steht die Sonne am Horizont, der Fremde weitergeht. Doch ohne ihn, der es uns offenbart, da schwindet alles Licht. Herr, bleib bei uns, denn Abend wird's, der Tag erneiget sich. Du darfst nicht gehen, bleib bitte hier, wir brauchen dich so sehr. In dieser finsteren Welt zu leben, fällt ohne dich so schwer. Denn vieles ist uns Mühe und Last in unserem Wandel hier. In alledem, was uns beschwert, bleib bitte du bei mir. In Leid, in Scheu, in Scham, in Not, in Tränen, Bitterkeit, in Zweifel, Kummer, Angst und Tod, in Unglück, Einsamkeit, Entsetzen, Trübsal, Regentage, Weltschmerz, Anfechtung, Gebrochenheit, Entsetzen, Klage, Überforderung. Wenn Todesangst das Herz so quält und Leben ohne Sinn, das Selbstmitleid man sich erwählt, die Zeit rennt so dahin, in Wandel, Unbeständigkeit, in Krankheit, Sucht nach Geld, in Grab, Furcht, Fall, Vergänglichkeit und liebentwöhnter Welt. Steh Herr mir bei, halt fest zu mir, weil ich dich so sehr brauch, in all den Schweren dieses Lebens und im Sterben auch, damit die Finsternis mein schwaches Herze nicht regier, in allertiefster Dunkelheit. Ach Herr, bleib du bei mir. Abend wird's und ruhig im Dorf. Die drei sitzen zu Tisch. Zeit zu essen nun, bevor das Tageslicht erlischt. Brot in seine Hände nimmt der Fremde und er dankt, bricht's in zwei und drückt es dann den beiden in die Hand. Es ist, als ob ein großer Vorhang von ihren Augen fällt. Plötzlich, jetzt erkennen sie ihn, der sich da vor sie stellt. Jesus ist's. Ihr Herr und Gott im Abendmahl präsent, macht sich klein und zeigt sich dem, der seinen Namen kennt. Trost und Hilfe ist nun hier für den, der hilflos ist. Unser Herr steht jedem bei, der Zuneigung vermisst. Er regiert in Ewigkeit, Angst und Furcht sind fort. Jesus Christus triumphiert vor Sünde oder Tod. Herr, bleib bei uns, Abend wird's, der Tag hat sich geneiget. Groß ist die Freude, die Seele, sie springt, wo wir die Wahrheit nun kennen. Lass uns erzählen, wovon das Herz singt. Beide beginnen zu rennen. Jesus war tot, doch wir wissen, er lebt. Das gibt dem Leben neu Sinn. Weg nun von Emmaus, unser Herz strebt, und nach Jerusalem hin. Die ganze Welt muss doch hören davon. Jahwe wirkt heute und hier. Schrieb schon von Anfang an in diesem Buch seine Geschichte mit mir. Wer könnte schweigen von dem, was geschah? Ich will euch zurufen, seht, Christ ist erstanden, Halleluja, das Evangelium steht. Jesus wird bleiben, er steht uns nun bei. Ja, wir bezeugen, was ist. Judäa, Samaria, Ende der Welt, denn er kommt wieder, gewiss. Herr, bleibe bei uns, denn Abend wird es. Geneiget hat sich dieser Tag. Thank you.
Ich habe mal in die Runde geschaut. Christoph, sind noch alle wach. Ich muss niemanden wecken. Aber das war schon eine richtig starke Dichte und Tiefe. Einfach klasse, diese Poetries. Ich fand es sehr begeisternd. Wenn ihr jetzt sagt, boah, ich habe nicht jedes Wort mehr merken können, man muss sich schon auch konzentrieren für die Inhalte. Der Stream bleibt online. Also ihr könnt auch in Ruhe nochmal zu Hause reinschauen, nochmal nachhören, nochmal anschauen. Und herzlichen Dank nochmal besonders an euch drei Protagonisten. War echt klasse. Ich glaube, da können wir nochmal klatschen. Und ich sage auch schon mal Danke an euch, und zwar vorab, denn jetzt geht es um unsere Kollekte. Unser Opferprojekt in diesem Monat ist die Missionsarbeit in Papua-Neuguinea. Habt ihr schon mal von Papua-Neuguinea in den Nachrichten, in der Tagesschau oder so gehört? Nee, ich auch nicht. Es ist ein Land, das scheint von der Weltöffentlichkeit irgendwie so vergessen zu sein, hat keine Lobby, aber die Menschen brauchen unsere Hilfe, praktische Hilfe und geistliche Hilfe. Man könnte sich vielleicht wundern, offiziell sind in Papua-Neuguinea 99% der Menschen Christen. Das ist aber nur offiziell, denn die meisten sind gefangen vom Animismus, dem Geisterglaube, leben in täglicher und ständiger Furcht. Und dass sie von dem Gott hören, der wirklich frei macht, das ist das Ziel der Missionsarbeit. Und da wäre klasse, wenn ihr unterstützt. Das könnt ihr tun, indem ihr online spendet. Die Infos seht ihr eingeblendet, den QR-Code oder die, die ihr hier seid, auch gerne am Ausgang etwas einlegt. Herzlichen Dank dafür. Es gibt noch ein paar Infos. Heute um 17 Uhr ist der internationale Gottesdienst mit Sommerfest. Herzliche Einladung an alle, egal ob ihr interkulturelle Erfahrung oder nicht habt. Ihr dürft kommen, 17 Uhr in der Pilgerruhe. Nächsten Sonntag ist um 9.30 Uhr Schwarzbrot-Gottesdienst mit Volker Geckle. Das Thema ist Gottes Führung durch Geist, Schrift und das Vorbild Jesu. Und um 11 Uhr Heartbeat-Gottesdienst mit Werner Kröger zum Thema Gottes Führung und ich. Lasst uns nun als Gesegnete in die neue Woche gehen und wem es möglich ist, den bitte ich aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ihr dürft alle nochmal Platz nehmen. Wir singen nämlich jetzt noch ein gemeinsames Lied. Ich sage trotzdem schon mal, schön, dass ihr da wart. Einen gesegneten Sonntag, bis bald, aber jetzt singen wir noch gemeinsam. Thank you.
Schönen Sonntag euch.